Yo Leute, was geht ab? Mukka ist hier wieder am Start und ja, es ist wieder Mittwoch, es ist Vlog-Time. 24-Stunden-Stream um, Gamescom um, ich bin wirklich fix in alle. Heute das erste Mal seit über einer Woche, dass ich mal ausgeschlafen habe. Und was kann ich sagen, Leute? Es war einfach die geilste Zeit, die letzten 2 Wochen waren einfach die geilste Zeit mit euch. Allgemein, das letzte halbe Jahr war einfach, das war so geil. Ich danke euch dafür nochmal hier. Ich danke jedem Einzelnen von euch einfach dafür. Ihr seid einfach die Geilsten und ja, was gibt's großartig zu sagen? Gamescom, die ganzen Videos und Fotos werden jetzt in den nächsten Wochen veröffentlicht. Ich muss dann nochmal nachfragen, ob ich die ein oder andere Person ne, online stellen darf, so dass ich die Bilder zeigen darf. Sonst, Leute, 24-Stunden-Stream, es war anstrengend. Es war wirklich anstrengend und ich muss sagen, das Anstrengende war nicht wach zu bleiben. Also ich war eigentlich die ganze Zeit wach, sondern das Anstrengende war die Konzentration zu behalten. Und wenn du dann ab 4, 5 Stunden schon da sitzt, die ganze Zeit nur am Zocken bist, irgendwann macht dein Gehirn einfach nicht mehr mit und du sitzt da wie so ein, wie eine leere Seele einfach nur so. Da sitzt nur der Körper und zockt so und das war schon anstrengend, aber nochmal vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben, an alle, die supportet haben, an alle. Es gibt sogar Leute, die mit uns, die 24, sogar eigentlich 25 Stunden da waren. Hör mal, ihr seid bekloppt, aber ey, ihr seid einfach die Geilsten. Und ja, ich fand's, also die Resonanz war einfach richtig geil. Nicht nur von der Gamescom, auch vom 24-Stunden-Livestream, von dem wir jetzt bekommen haben. Für mich heißt das jetzt wieder, ich muss mich wieder aufs Studium vorbereiten. Ich werde jetzt auch wieder normal Videos bedienen. Ich habe jetzt ein bisschen vorproduziert, nicht viel, also. Aber heute wird jetzt DayZ wieder aufgenommen. Standalone haben wir schon ein bisschen aufgenommen. Es wird auch mit den anderen YouTubern jetzt ein bisschen was gemacht. Da werden einige Projekte kommen. Ich lege wieder mehr Fokus auf YouTube und ja, Leute. Ich versuche mich immer wieder zu verbessern. Ich habe die letzten Tage immer wieder nachgedacht, wie kannst du, was kannst du besser machen? Und ja, ich habe mir dann ein kleines Konzept ausgearbeitet. Das wird jetzt in den nächsten Monaten hoffentlich so fungieren, wie ich es mir gedacht habe. Freut euch drauf. Und ab jetzt wieder regelmäßig Videos, Leute. Ihr seid die Geilsten. Bleibt so, wie ihr seid. Ja. Haut rein.